Herzlich willkommen, liebe FIFA 13 Karrieremodus-Freunde. Und zwar habe ich hier einen Spieler- bzw. Monatsbericht meiner Jugendmannschaft erhalten. Ich habe mal dieses Tool genutzt, was es im Katalog gibt, dass ich so ein Supertalent finden kann, wie auch immer. Revin Jaric oder so ein Kram, der hat ein Potenzial von 75 bis 94. Das Problem ist... Der ist 50, kann ich noch nicht in meiner Mannschaft haben, das ist richtig. Aber was passiert, wenn ich ihn freigebe? Ja, hier wird uns dasselbe jetzt nochmal gesagt. Hallo Chef, blub, unser Scout ist wieder da, bla 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 bla. Scouting-Bericht und. Hier, komm. Spieler in der Fußballschule beobachten. Wir haben eigentlich in der Jugendmannschaft niemanden. Was passiert, wenn ich die Jugendspieler jetzt freigebe? Das wäre jetzt etwas, was mir jemand von euch sagen müsste. Ich habe es jetzt einfach mal gemacht. Ich habe keine Ahnung, ob es das richtig war. Ist er jetzt in meiner Mannschaft? Wahrscheinlich nicht, weil der ist ja 15, ne? Verdammt. Kann mir irgendjemand bitte mal sagen, was da jetzt genau passiert ist? Dadurch, dass ich ihn freigegeben habe, ist er jetzt weg? Oh, Raphael van der Vaart. Vom bevorstehenden Match hängt in dieser Saison wirklich viel von uns ab. Ja, du bist in einer guten Verfassung. Alles klar, du hast eine super Form, du willst gerne spielen. Dem Wunsch komme ich nach, einfach weil diesen Wunsch van der Vaart geäußert hat. Dann kommt Leitner erstmal runter. Und geben wir doch van der Vaart die Chance, sich so zu behaupten, wie er es gerne würde. Jiracek, Schilbrett, Dulofeu, etc. Das ist definitiv in Ordnung. Oder andere Wahl wäre jetzt noch Bade spielen zu lassen. Aber ich denke, den werden wir später einfach wieder bringen. Oder, ja, komm hier, Partie spielen. Los geht das! Der Hamburger SV gegen Sevilla FC mit Jesus Navas. Der liebe Jesus. Ja, Mann, ey. Was? Ach, egal. Egal. Los geht der Spaß. Flachpass kurz mit Lukaku üben. Und dann werden wir jetzt hoffentlich ein schön erfolgreiches Spiel absolvieren. Und somit unseren zweiten Sieg nach Hause fahren. In der Champions League. Das wäre natürlich 1A. Gleich mal Dulofeu am Ball. Hoch auf van der Vaart. Van der Vaart auf Jesse. Jesse zieht nach unten. Will den Ball spielen und, oh, das muss doch ein Foul geben. Sehr schön. Spielen wir ihn kurz, spielen wir ihn lang. Den spielen wir kurz auf Lukaku. Verdammt, nochmal Jiracek mit dem Ball nach unten. Van der Vaart wird der Ball abgenommen. Diawara. Oh, das wird ein böser Konter. Und da haben wir schon Navas. Setzt sich hier mit seinen 92, 93 Tempo durch und, ja... Perotti, siebte Minute, 1:0. Keine Chance, eiskalt ausgekontert. Und schon liegen wir hinten. Da schauen wir doch mal in die Röhre. Na, wird eng. Das ist natürlich ein Schlag ins Gesicht. Große Töne gespuckt und jetzt so ein Treffer kassiert. Sowas ist natürlich ziemlich blöd. Nun ganz runter. Dulofeu. Und nein! Wie kann er den denn nicht machen? Da möchte ich mal kurz die Wiederholung angucken. Das ist doch ziemlich krass. Tut mir leid, aber das muss einfach sein. Ich hoffe, das ist für euch kein Problem. Der Shop, denn der angeschnittene... Oh, nee. Oh, das geht ja gar nicht. Krass. Naja, Diego Lopez hätte ihn ja vielleicht noch gehabt. Lassen wir das einfach mal so stehen. Und er hat die bewusst daneben geschossen. Ne? Wir wollen den Jungen ja nicht demotivieren. Mal sehen, wie es weitergeht. Bisschen mehr Konzentration muss angebracht werden. Lukaku. Lukaku zieht nach unten. Lukaku schießt, aber... Ja, es war halt rechter Fuß, ne? Das ist nicht seine oder sein Potenzial, was er da richtig entfalten kann mit seinem schwachen Fuß. Hoffentlich passt das halbwegs. Dass sich hier, ne? Keine größeren Fehler mehr auftischen oder sonst irgendetwas. Denn wir müssen unsere Chancen nutzen, gerade in der Champions League. Wenn man da als Gruppenerster rausgeht, hat man schon mal einen Tick einfacher im Normalfall. Kann natürlich auch sein, dass in der Nachbargruppe, sage ich mal, unser nächster Gegner, der eigentlich Favorit ist, so Zweiter wird oder so. Aber davon wollen wir ja nicht ausgehen. Wir wollen ja auch das Preisgeld mitnehmen, sozusagen das Budget dafür, dass wir so weit gekommen sind. Und wenn das funktionieren sollte, dann werden wir ganz, ganz, ganz oben auf und können weiter in die Zukunft investieren. Lukaku, na, da ist er ein Tick zu langsam. Man merkt einfach, Esswein fehlt. Das habe ich im letzten Spiel schon angesprochen. Auch jetzt ist es immer noch etwas, was echt ziemlich, ziemlich blöd ist. Aber mal sehen, vielleicht können wir noch was reißen. Bis dato war Sevilla noch nicht wieder bei uns vom Tor, außer das eine Mal.
Haben natürlich direkt getroffen. Oh, wieder, aber der Ball fliegt sozusagen ins Nichts. Naja, mal sehen. So, Schäbrett. Auf Lukaku. Lukaku läuft, weiß nicht ganz, was er machen soll. Was für ein Fehlpass. Was ist denn mit Romelu Lukaku los? So kennt man ihn ja momentan nicht. Wahrscheinlich vielleicht die Champions League auch ein bisschen zu viel für ihn in der Startelf. Ist er vielleicht von Chelsea nicht gewohnt. Aber das sind Dinge, wo ich mich auch nicht festlegen möchte. Auf jeden Fall werden wir, wenn die weiter oder wenn die Leistung weiter so im Keller sein wird von Lukaku, doch vielleicht später nochmal Son bringen. Vielleicht wird er ja den Aufschwung mitbringen, den man gerne sehen würde. Jetzt nochmal Dulo Feu auf Lukaku. Ganz hoch muss der Ball jetzt gehen. Auf Jesse. Jesse läuft rein, schießt und Diego Lopez hält. Nochmal Van der Vaart. Wieder nicht. Jiracek hoch auf Lukaku. Und Lukaku, da ist er drin mit dem rechten Fuß. 29. Minute. Das 1:1. Der Ausgleichstreffer. Endlich. Schönes Ding. Also, ja, es war mehr so ein 0815-Schuss, Torwart, wahrscheinlich verdeckte Sicht. Ich will ihn da jetzt auch nicht zu doll in Schutz nehmen. Vielleicht sah er da auch einfach nur ganz, ganz schlecht aus, hat damit nicht gerechnet. Positionsspiel, was vielleicht nicht ganz angebracht war und. Also gibt es viele, viele Faktoren, die da eine Rolle spielen könnten. Und, ja, okay, mir wurde gerade wieder mal geschrieben bei WhatsApp. Mich haben viele gefragt, ob sie mich bei WhatsApp adden können. Da muss ich leider zu sagen, nein. Also ich möchte dich jetzt auch nur ganz kurz ansprechen. Nein, och komm. Perotti, 32. Gleich der wieder Führungstreffer. Kann nicht sein. Freut man sich eine Minute und dann sowas. Wieder Navas. Der eine Bombenvorlage raushaut. Krass. Scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Ganz einfach. Was anderes hört mir dazu gerade nicht ein. Ah, ätzend. Egal. Kopf hoch. Wie gesagt, WhatsApp. Nein, ich habe handytechnisch kein iPhone, denn ich bin kein Fan von Apple. Muss dazu aber sagen, dass ich ein iPad habe. Und auf dem habe ich auch WhatsApp. Aber, och, Lukaku. Da ist mehr oder weniger das Ding, dass ich das iPad geschenkt bekommen habe. Ich hätte es mir sonst selber niemals gekauft. Und dazu kann ich noch sagen, oh, mein Controller. Ich muss einmal kurz die Batterien changen. Ganz kleinen Moment. So, schnell den anderen Controller schnappen. Ja, geht doch. Ja, müsste jetzt gehen, oder? Ja, geh links rüber. Komm, komm. Put. Und ja, WhatsApp ist mir doch ein bisschen zu privat. Also meine Handynummer möchte ich nicht so gerne preisgeben. Ist ja momentan auch so ein Ding, dass ich mich halt selber noch nicht im Internet gezeigt habe, keine Facebook-Seite besitze, etc. Vielleicht kommt das alles irgendwann nochmal, aber ich denke mal, momentan ist das nicht unbedingt notwendig. Und es reicht, wenn ich, denke ich mal, Kontakt zu euch über YouTube und Origin oder Ubisoft, Uplay oder sonst was halte. Das sollte alles schon in Ordnung sein, Steam gegebenenfalls auch. Und ja, reicht, ne? Viel mehr will ich dazu jetzt gar nicht sagen, denn ich will jetzt wieder einen Treffer erzielen. Ne? Das 2:2 muss her. Van der Vaart. Ach, schade. Hat Van der Vaart eigentlich das Tor vorbereitet? Das würde mich jetzt auch nochmal interessieren. Diawara, keine Chance gegen Kouyaté oder Ogbonna. Einer von den beiden wird schon gewesen sein. Wieder Chessé, der sich nicht ganz durchsetzen kann. Schade. Und da haben wir es. Dulo Feu. Jiracek. Jesse. Zieht hoch. Zieht nicht an ihm vorbei. Schade, oder? Nein, kann sie nicht ganz durchsetzen. Jetzt gleich ist die erste Halbzeit auch vorbei. Was kann man als Resümee? Gott, Resümee ist Quatsch. Resümee behalten. Sevilla hatte mehr oder weniger zwei knackige Chancen, die sie eiskalt genutzt haben, zum Tor verwandelt haben. Ich würde da niemals auch nur ansatzweise René Adler die Schuld geben oder irgendwie in diese Richtung. Das ist schon alles so okay, wie es ist. Wir selbst haben unsere Chancen weitestgehend nicht genutzt. Dass der Ball von Lukaku reingegangen ist, ist meiner Meinung nach reines Glücksspiel gewesen. Anderenfalls hätte der Ball von, oder ein anderer Ball von Lukaku hätte reingehen können, der von Dulo Feu ebenso. Also 2:1 müsste es nicht stehen. Aber damit finden wir uns ab. Gar keine Frage. Zweite Halbzeit wird aufgedreht. Da wird nochmal sich auf den Hosenboden gesetzt. Ne? Und dann geht das auch weiter. Sollte passen. Wieder Jesse. Jesse läuft ganz runter.
Und eine frühe Flanke. Und nein, Lukaku. Super Parade von Diego Lopez. Das muss man ihm diesmal lassen. Chelsea. Und wieder wird er geblockt. Das kann es doch nicht sein. Ganz im Ernst. Mensch. Krass. Zwei kurze Folgen. Also kurze Schrecksekunden für Sevilla. Und wieder Chelsea, der hier jetzt runterläuft. Jetzt muss der Schlenker nach hinten kommen. Neue Flanke auf Van der Vaart. Aber nicht ganz erfolgreich. Und ich nehme jetzt, wenn wir wechseln. Nee, die haben noch zu viel Energie. Das ist noch okay. Da kann man drauf aufbauen. Ich habe mal so wieder 60. 70. Minute. Das sollte halbwegs passen. Ja, jetzt Diekmeier gegen Perotti. Oh. Ja, geil. Oh, ist mal FIFA hier auf unserer Seite. Sehr schön. Nun Lukaku, die stehen einfach da jetzt ganz, ganz böse. Aber Lukaku, er kämpft sich den Ball zurück. Ein Querpass, weniger erfolgreich. Nun, runter, Van der Vaart, in Pfosten drin. 56. Minute, 2:2, endlich. Wieder einmal der Anschlusstreffer. Diesmal aber nicht denselben Fehler begehen wie beim ersten Anschlusstreffer zum 1:1. Die Hamburger Fans rasten aus, die Ränge explodieren. Krass. Einfach nur krass, was hier jetzt für eine Stimmung im Stadion herrscht. Also richtig, richtig geil. Da kann man doch schön zufrieden mit sein. Jetzt weiter Druck machen. Vielleicht das Unentschieden halten oder noch eine Führung irgendwie erreichen. Das wäre doch mal was. Das ist etwas, womit wir nochmal einen großen Motivationsschub für die Mannschaft holen können. Wieder Lukaku, Ball geht ganz runter, er setzt sich körperlich durch, Lukaku, nein, das war doch dein starker Fuß, komm schon. Gut, wurde bedrängt, aber ja, jetzt wäre es möglich auszuwechseln. Aber mir wurde erstmal wieder geschrieben, interessant. Tut mir leid für die Breaks, aber wie gesagt, das ist wichtig, also, ne, wichtig. Also wirklich, wirklich wichtig, ist kein Scherz, ich verkackeier euch nicht. Ist wichtig. Ich müsste mir theoretisch eigentlich auch nochmal Trinken holen, aber ja, belassen wir es dabei jetzt. Ich hoffe, dass mich hier die kurzen Pausen nicht aus dem Spielkonzept reißen. Das wäre ziemlich, ziemlich blöd. So, wieder Van der Vaart auf Lukaku, der sich mittlerweile ein bisschen besser hält, ein bisschen besser etabliert. Und da holen wir eine Ecke raus. Schönes Ding. Jetzt müssen wir nur ordentlich was raushauen. Komm, langer Ball. Ogbonna. Das finde ich auch ein bisschen schade, dass bis dato noch keine großen Eckballtore entstanden sind. Denn sowohl Kouyaté als auch Ogbonna gehen echt eigentlich richtig geil ab. Wieder Lukaku. Oh, Mann. 6 Schüsse hat er mittlerweile. Keiner reingegangen. Doch, ja gut, der Gurkenschuss. Aber die Ausbeute ist nicht so gut. Ich würde mal sagen, S-Wein ist da einfach noch ein Tick besser. Klar, ist auch andere Wertung. Das ist ein anderer Spielertyp. Aber Lukaku ist, finde ich, kein Stürmer, den man im 4-1-1 alleine spielen lassen kann. Da fehlt ein bisschen Tempo. Muss man ganz klar sagen. Gerade gegen CPU ist Tempo doch manchmal schon sehr, sehr vorteilhaft. Dann Reyes kommt für Perotti. Krass. Oh, Van der Vaart. An ersten. Ach, den zweiten kriegt er nicht mit dem Ball abgeknüpft. Wäre schön gewesen. Und dann werden wir hier am Ende bestimmt so eine Stammpauke von Van der Vaart hören, nach dem Motto, ja, ich habe doch gesagt, ich bringe gute Leistung oder so ein Kram. Das kann ich mir irgendwie richtig vorstellen. Ich weiß gar nicht, ob es das in FIFA gibt. Ich meine, wenn die sich dazu äußern können, dass sie gerne spielen wollen und dann gut spielen, kann ich mir schon vorstellen, dass dann eine Meldung kommt. Aber was soll's, ne? Das kann uns ja erstmal gestohlen bleiben. Wieder Lukaku. Och, komm schon. Lukaku. Ball runter. Aogo. Kann nicht den Zweikampf für sich behaupten. Aber jetzt Chelsea auf Lukaku. Lukaku zieht. Jetzt muss der Ball runter. Nein. Runterkommen. Schade. Der hätte wirklich erfolgreich kommen können. Dann wäre Chelsea vielleicht durch gewesen mit seinen, ich glaube, 85 Tempo mittlerweile. 86. Oh nein. Oh, Reyes. Einfach weg. Weg bitte. Oh, zumindest spielen die hinten rum. Ich denke mal, es wird für mich ein leichtes
Vorteil haben oder mit sich ziehen, mit sich bringen, wie auch immer. Jetzt gehen mir hier auch schon die Worte aus. Also der Druck steigt, ganz klar. Jesse kommt raus für Beister, Son für Lukaku, Van der Vaart für Leitner. Und jetzt muss es hier richtig abgehen. Richtig, richtig abgehen. Jesse. Ach, verdammt. Foul? Ja, geil. Schönes Ding. Da ist Rodriguez ein wenig angeschlagen. Ein bisschen verstutzter Blick zeigt er hier, beziehungsweise Jesse. Ist schon in Ordnung. Zwischenzeitlich kommt noch Trochowski für irgendeinen Spieler bei Sevilla. Konnte den Namen nicht in der Zwischenzeit entziffern. Ging einen Tick zu schnell. Son. Oh, Son auf Leitner. Nochmal Son. Ah, frischer Wind, Beister. Ja, schade. 82. Minute, 8 Minuten haben wir noch. Also wenn wir hier Sevilla echt mit einem 2-2 rausgehen. Rakitic. Jetzt wieder Son. Ah, Mann. Nein, Reyes. Nicht wieder so eine verschissene Flanke. Den kriegen wir doch. Und neuer Pfosten. Und nochmal. Jiracek, schnell nach vorne. Einfach nach vorne spielen. Bitte, 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 bitte. Ja, nein, Leitner. Wäre er da dran gekommen, wäre er durch gewesen. Naja, weiter geht der Spaß. Dulo Feu. Runter. Auf Gilbrett. Der jetzt ganz lang auf Beister. Kommt Beister da ran? Kommt Beister da ran? Da kommt Beister ran. Jetzt die lange Flanke. Und das Son! Ja! 3:2! Was für ein vielleicht geskriptetes Tor! Das kann's doch nicht sein! Das ist der Siegtreffer im Champions League-Spiel in der 90. Minute. Da hat Hahn wieder die goldene Hand gehabt. Da hat er die richtige Auswechslung zum richtigen Zeitpunkt gebracht. Das kann er, das zeichnet ihn aus. Schöner Sieg, hoffentlich. Jetzt auf dem Boden der Tatsachen bleiben. Ruhe bewahren. Zeigen, hey, Sevilla, das war's mit euch. Lasst es einfach. Nochmal, Einwurfsituation. Schiedsrichter, alle Spieler rufen schon in Richtung des Schiedsrichters. Pfeif ab, du Arsch. Denken sie sich, sagen tun sie es nicht. Jetzt, nochmal, schöne Einwurfsituation für uns. Bisschen Zeit schinden, ganz ruhig, ist ja 90. Minute, da wollen wir ganz locker spielen. Auf Leitner, Leitner, auf Son. Son läuft, oh, da setzt er sich jetzt nochmal durch. Da ist Son schnell, da ist Son schnell. Und da haut er ihn gegen Pfosten, nein, das wäre es gewesen. Stellt euch mal vor, Son hätte jetzt einen Doppelpack gelandet. Ach du Scheiße, wäre das krass gewesen, das muss es jetzt aber auch sein, ganz im Ernst. Vorbei, Pfeif ab, komm her, Schiedsrichter. Jetzt ist auch gut. Muss nicht mehr sein. Düp. Geht doch. Herzlichen Glückwunsch, lieber Hamburger Sportverein. Sehr schön. Lukaku, Van der Vaart, Son. Da kann Perotti mit seinem Doppelpack gegen René Adler nicht mithalten. Lukaku, Spieler des Tages. Krass. Und Medel ist der Spieler des Tages auf der anderen Seite. Und Son gibt Gas. Zu Beginn der Saison rechnete niemand damit, dass Heung-min Son so glänzen würde. Es liegt jetzt an Hahn, den Spieler weiter zu motivieren und es ihm zu ermöglichen, so lange wie möglich auf diesem Niveau zu spielen. Das ist richtig, das möchte ich ihm natürlich auch ermöglichen. Diese Schlagzeile musste ich jetzt einfach vorlesen, wegen seinem späten Treffer. Und ich kann doch jetzt... Ja, Sieg in letzter Minute vom Hamburger SV. Oh, es läuft einfach bei Van der Vaart. Raphael Van der Vaart. Ich habe Ihnen ja gesagt, dass es eine gute Idee ist, mich heute spielen zu lassen, Trainer. Da kam die Rechtfertigung. Arsch, ey. So ein Arsch. Das hat er mit Absicht gemacht. Aber es ist in Ordnung. Ne? Es nimmt ihn ja keiner übel. Ganz im Ernst. Ne? Irgendwo ist es ja auch okay. Von dem her. Passt. Kriegen wir hin. Ne? Baue ich jetzt mal kurz den Fade ein. Und dann läuft das. Unser, ja, was kann man sagen? Lukaku hat sich mittlerweile verbessert. Bardet, Leitner noch nicht. Son um 1 noch. Und sehr, sehr geil ist halt, dass sich, ja, die Mannschaft gut entwickelt. Das kann man so festhalten. Nächstes Spiel gegen Schalke. Ich speichere. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Ich hoffe, das Spiel war genauso spannend für euch wie für mich. Bis zum nächsten Mal. Euer Hahn.